Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Montag, den 4. Januar. Sie haben ein schweres Jahr hinter sich, ein Jahr der großen Veränderungen. Die Flüchtlinge, die im Landkreis Nienburg angekommen sind. Die Hake hat 5 Männer aus der Behelfsunterkunft des ASB in Langendamm gefragt, was sie sich für das kommende Jahr wünschen. Ein Feuer am Neujahrstag im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Wiedensaal führte dazu, dass der gesamte Dachstuhl noch in der Nacht entfernt werden musste, um an letzte Glutnester heranzukommen. 115 Feuerwehrkräfte waren vor Ort, davon 32 Atemschutzgeräteträger, die auch von der Hubrettungsbühne aus versuchten, den Brand von oben einzudämmen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Hauptstraße war für 6 Stunden gesperrt. Der Neujahrsgottesdienst in Nienburgs Hauptkirche St. Martin gilt traditionell auch als Neujahrsempfang des Kirchenkreises Nienburg. Superintendent Martin Lechler lädt dazu neben Vertretern des öffentlichen Lebens auch einen Gast für die Predigt ein. In diesem Jahr war es Pastor Helmut Grimsmann, Leiter der Abteilung Weltweite Kirche im evangelisch-lutherischen Missionswerk Hermannsburg. Grenzgänger – unterwegs zwischen eigenem und fremdem – lautete das Thema der Lockumer Silvestertagung dieses Mal. Die Themen wechseln von Jahr zu Jahr und auch ansonsten bietet die Tagung jedes Mal neue Impulse. Ebenso hat Silvester in der Evangelischen Akademie aber viel Vertrautes. Eine Mischung zwischen eigenem und fremdem, für die stets mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze vorhanden sind. Zum Sport. Die spielstarke Kumpelgemeinschaft Nienburger Jungs gewann wie im Vorjahr das Fußballhallenturnier beim ASC Nienburg. Mit dabei war wiederum Thailand-Profi Björn Lindemann, der per Videobotschaft die Nienburger grüßt. So, erstmal frohes Neues an alle Hakeleser. Ich bin Björn, einige kennen mich, einige nicht. Ich bin mal zu Besuch im Heimaturlaub in Münchenhagen und lasse mir das natürlich nicht entgehen, das große Hallenturnier in Nienburg hier. Nichtsdestotrotz wollte ich mal ein paar Worte an euch loswerden, wollte sagen, frohes Neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, wünsche euch alles Gute für 2016 und vergesst natürlich nicht jeden Tag die Hake zu lesen, weil die wichtigen Informationen findet ihr da und dann wisst ihr auch nicht, warum ich nicht da bin. Dankeschön. Der TSV Eistrup trat beim eigenen Hallenturnier weitgehend unbescheiden auf. Das Team von Trainer Thorsten Klein bezwang im Finale am späten Sonnabend den TSV Hassel. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Montag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.